An diesem Stammtisch im Schönramer Bräustüberl trinken die Gäste kein gewöhnliches Helles. Hier gibt es das beste Helle der ganzen Welt. Vielfach ausgezeichnet. Dreimal gab es Gold für die Privatbrauerei Schönram. Ja, dann Prost. Da haben wir schon stolz drauf. Das ist eine Mannschaft, die da drin beieinander ist und die hält zusammen und das merkt man halt. Doch was macht das Schönramer Bier so besonders? Braumeister Erik Toft steckt hinter dem Geschmack. Sein Geheimtipp, zugegeben sehr banal, aber eben auch sehr wirksam. Die Zutaten müssen stimmen. Und dann einfach die Nase reinhalten, tief, tief einatmen. Und so schaue ich, was einfach am besten zu unserem Bier passt. Erik Toft kam vor 25 Jahren aus Wyoming in den Vereinigten Staaten extra nach Bayern, um hier Braumeister zu werden. Und warum Bayern? Klar. Damals in Amerika haben wir das auch gewusst, dass die Bayern das beste Bier brauen. Ich wollte es von den Experten lernen. Und es ist nach wie vor meine Leidenschaft, das Bier brauen. Jetzt bin ich jetzt seit 25 Jahren Braumeister. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas anderes machen darf. Wäre ja auch schade, wo er das Bierbrauen so ausgezeichnet kann. Die neuen Impulse aus den neuen amerikanischen Brauereien. Vielleicht bin ich da etwas kreativer oder denke ein bisschen weiter wie andere. Ich suche auch ein bisschen das Extreme in Geschmack, aber das im Rahmen des Reinheitsgebots. Zusammen mit seinen 50 Mitarbeitern sorgt Erik Toff dafür, dass hier pro Stunde 22.000 Flaschen mit Bier gefüllt werden. Ein Teil davon wird sogar bis nach Berlin verkauft. Aber nicht zu viel, weil der Stammtisch im Schönramer Bräustüberl will ja auch zu seinem preisgekrönten Recht kommen. Und jetzt ist es natürlich schon ein großes Erlebnis für unsere Brauerei. Dazu auf das können wir ohne weiteres einmal trinken. Prost beieinander. Prost.